Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier vom Hotel Renovator. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind dabei, unseren Raum hier zu Ende einzurichten. Und jetzt geht's um Lampen. Lampen, und zwar hier in dem Fall erstmal so große Stehlampen oder irgendwie. Dass man hier was lesen kann. Hier kommt ja das Licht vom Fenster rein. Da würde ich die vielleicht mal hier hinstellen. Farbgebung, würde ich sagen, passt. Zack. Und da brauchen wir noch eine andere, größere Lampe. Die können wir vielleicht neben den Fernseher, wenn da noch einer hinkommt. Ich weiß es ja nicht. Ich hätte da gerne noch einen Fernseher. So, Wandlampen übers Bett, ne? Sonst sehe ich hier keine Stelle, wo wir vielleicht so... Oh, das sieht gut aus. So eine Art Leselampe, sage ich jetzt mal, ne? Genau. Und jetzt noch Deckenlampen. Haben wir ja die ja nicht entfernt. Da muss auf jeden Fall eine hier in den Flur. Dafür, ja, genau, so ein Kronleuchter in den Flur. Hier, so eine reicht doch schon, ne? Hier zu dem Schrank. Zack. Kann man hier so Spots oder so verwenden? Aber das fand ich gerade cool. Nee. Das. Was ist einfach nur für den Tisch? Excellent. If your design is ready, you can make the room available for the guests. So, Zerstörung 0 von 100. Halte Space, um die Renovierung abzuschließen. Okay. Also ich würde sagen, unser erster Raum, das gefällt mir noch nicht. Man sieht das halt auch nicht so gut. So geht's. Okay. Ja, ich würde sagen, unser erster Raum bis auf die Decke. Kann man so machen. Es fehlt natürlich noch ein Fernseher. Das wird natürlich immer mitgebucht, ne? Die Leute wollen also einen Fernseher haben, das ist ja klar. Ich habe da ein paar Fragen. Warte mal, so einer, ne? Das passt hervorragend. Sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Ach du liebes Lottchen. Warte mal, dann machen wir hier so eine kleine Anlage drunter. Nehmen wir den dahin. So. Oder? So. Ich glaube, so kann man es lassen. Ja, dann halte Space, um die Renovierung abzuschließen. Hallo? Tue ich. Irgendwas stimmt nicht. Lass mich raus! Was ist denn jetzt hier? Irgendwie kann ich jetzt... Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier falsch gemacht habe. Ja, Fehler gefunden. Ich musste noch die Lampe im Bad und im Wohnzimmer, die noch hing, musste ich zerstören. Auch wenn die Anzeige 100% zeigt, das war offenbar der Fehler. Und ja, auf dem Weg dahin habe ich leider ein paar andere Elemente habe ich entfernt. Unter anderem die Soundanlage und so weiter, weil ich dachte, vielleicht springt das Spiel wieder in den Status. Oh, du hast vergessen, ein zweites Bild aufzuhängen. Ist nicht passiert. Aber wir können jetzt den Raum buchen und verdienen 200 pro Tag. Haben wir schon den ersten Gast? Hallo? Our first guests have just checked in and they look satisfied. It's all thanks to you. Check out the booking app. Fantastisch. Ich muss aber eben noch jemanden Dings aufhängen. Hier nochmal.
eine Lampe oder zwei, weil natürlich jetzt die Lampen weg sind, ne? Wo war denn hier Lampe? War das Deko? Da. Ich glaube, so passt ganz gut ins Badezimmer, weil das ist ja das Designelement hier unten. Dann so ein bisschen hier hin. Und hier hin. So, Madame, ich lasse Sie in Ruhe. Tablet. Okay. Buchung. Jedes Zimmer hat einen Sauberkeitsgrad. Wenn die Gäste das Hotel verlassen, sinkt der Sauberkeitsgrad. Die Zufriedenheit der Gäste hängt von der Sauberkeit des Zimmers und anderen Faktoren ab. Halte sie bei Laune. Hier findest du einen Überblick über, deine aktuellen Einnahmen und Ausgaben. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Status deines Hotels angezeigt. Vergiss nicht, es ist wichtig, dass deine Gäste zufriedenzustellen. Es ist, glaube ich, alles ein bisschen verschoben hier. Drücke hier und bleibe über den Symbolen, um zu sehen, was sie bewirken. Drücke den Ausknopf oder um das Tablet zu schließen. Und man kann jederzeit fast forwarden, indem wir... Okay. Ist noch nicht so ganz deutsch eingedeutscht. Da geht also noch was. Und wir können jetzt endlich mal hier raus, denn dieses Zimmer ist fertig. Entschuldigen Sie. Hey. Hallo. I found a letter addressed to us. Looks like Grandpa left it. Oh, ein Brief von Opa in einem Renovierungsspiel. Das ist ja neu. So. Na, dann gucken wir doch mal, was Opa schreibt. Angekommen im alten Landhaus. Wo ist denn der Opa? Ach, du lieber Gott. Das müssen wahrscheinlich auch noch... Hallo? Ah. Event. Liebe Enkel, willkommen in meinem Hotel. Ich hoffe, es wird euch Spaß machen, ihm wieder zu einer alten Glanz zu verhelfen. Einem alten Glanz zu verhelfen. Vielleicht werdet ihr am Ende sogar eine ziemliche Überraschung erleben. Genießt dieses Abenteuer. Viel Glück, Roy Bennett. I was right. This letter really is from our grandpa. I really hope we can make him proud. Ja, wir wollen also stolz machen und er hat natürlich recht. Das ist ein Schreiben von unserem Großvater gewesen. So, wie kann ich denn hier oben? Ich habe den gerade gelesen, den Brief. Achso, Hotelrang Level 1. Eieieiei, was ist hier denn los? Neue Qualitätsstufe freigeschaltet. 2. Und da kriegen wir jede Menge neue Möbel, die wir dann auch verwenden können, wenn wir dieses Spiel dann fortsetzen. Sehr gut. Verstanden. Wandelemente, neue Einrichtungsgegenstände, also jede Menge Zeugs. Gut, gut. Okay, einen Namen. Ich muss immer noch einen Brief von Opa lesen. Sehr gut, Garderobe. Caps Lock, immer gut. So. Haben wir's. Und jetzt haben wir schon ein Einkommen von 150 jeden Tag. Nicht auch mal aufräumen, ne? Event. Guten Abend, mein Name ist Vlad Romanescu. Ich übernachte hier und habe ein paar bescheidene Anforderungen. Ich brauche Stille. Wenn ich gestört werde, kann ich ziemlich heißblütig werden. Meine Augen sind äußerst lichtempfindlich, deshalb brauche ich dunkle Vorhänge und entferne sie mit einem Spiegel. Also ein, ein Vampir möchte bei uns einziehen. Natürlich. Dann müssen wir also für den ein Zimmer einrichten. Oh nein. Ich glaube, wir müssen erst das Pokerturnier gewinnen, um jemals durch diese Drehtür wieder rauszukommen. Oje, oje, oje. Go to room 103. Machen wir mal.
Perfekto. So, sehr gut, Gary. Ah, wo ist der? 103, 105. Das ist ja sehr einladend hier alles, ne? 102, 103. Und was ich hier sagen muss, was ich sehr, sehr cool finde, ist, dieses Zimmer sieht auch vom Layout anders aus als die anderen. Prepare Room for Mr. Monescu. Und wir müssen eine gewisse Qualität erreichen. Und wir müssen erstmal aufräumen. Jawohl, los geht's. Bam, bam, bam. Keine Spiegel, hat er gesagt. Wollen wir dir einfach mal so ein Spiegellabyrinth hier dann reinbauen? Gar nicht gemein. Heißblütig kann er werden, hat er gesagt. So. Ja, als Bett brauchen wir natürlich einen Sarg, ne? Würde ich jetzt mal so annehmen. Okay. Oh. Okay, ein Badezimmer mit zwei Eingängen und einem Riesenspiegel. Und eine Urne. Was war das? Ein Seifenspender oder so, ne? Würde ich mal annehmen. So, dann die Vorhänge weg. Wobei der natürlich Vorhänge haben will, aber die machen wir dann nochmal extra schön. Ja, und wie ich jetzt schon weiß, wir müssen die Lampen auf jeden Fall mit entfernen. Wenn wir die Lampen nicht mit entfernen, dann schließt die Mission nicht ab. Auch wenn da 100% steht. So, da haben wir hier noch ein bisschen... Goldenes Ei! Na sowas, ein goldenes Ei. Bewahre es gut auf. 1000 Gold. Gold, vor allen Dingen. WoW gespielt, ja? So. Er sagt 100%. Aber wir wissen ja, dass das nicht stimmt. Wir wollen natürlich die anderen Gäste stören. Deswegen machen wir die Tür zu, damit das nicht so laut ist, was wir hier tun. So, machen wir hier mal alles weg und da mal alles weg. So. Ich hatte... Ach so, das muss ich noch erzählen. Ich habe in dem anderen Raum, ja... haben wir das Problem mit der Decke. Und ja, die Decke kann man ganz normal streichen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da genommen hatte. Ob ich den Boden gestrichen habe oder die Wände. Auf jeden Fall kann man das easy peasy, cheesy, lemon squeezy, kann man das auch entsprechend streichen. Können wir also auch dann wegräumen. Die Decke. So. Dann einmal hier. Das sind relativ große Flächen. Und jetzt stell dich mal vor, wir wären jetzt, wie gesagt, dann hier jetzt mit unserer einzelnen Kelle unterwegs und müssten das von Hand machen. Das wäre, glaube ich, nicht so pralle. Das würde dann sehr zäh werden, auch so vom Gameplay-Loop her. Deswegen ist das schon ganz gut gelöst. Was ich jetzt natürlich sehr gespannt bin, ist, wie wirkt sich das aus, ne? Wenn wir jetzt hier die Hotelzimmer haben. Warum soll er dieses Zimmer eigentlich bekommen? Mit einem riesen Fenster. Wenn wir jetzt solche Hotelzimmer haben, wie sich das dann finanziell auswirkt, ob wir dann ein riesen Firmenimperium, dann noch weitere Hotels in der Stadt übernehmen, da gehe ich ja mal ganz fest von aus, ne? So. Um da direkt mal die Latte sehr hoch zu setzen. Ah, das ist schon, da ist schon ein bisschen Zeit reingeflossen. Ich habe gesehen, bei Steam, ganz viele haben immer wieder gefragt, wann kommt es denn, wann kommt es denn, wann kommt es denn. Und ja, ich finde es halt immer gut, wenn Spiele nicht beim Kunden reifen. Ja, das ist ja kein Wein, sondern wir wollen natürlich ein Produkt, was dann auch halbwegs fertig ist. So. Natürlich, da sind ein paar Quirks, muss man natürlich wissen, wie zum Beispiel, dass wir dann wirklich auch die Lampen hätten wegmachen müssen, auch wenn das Spiel schon sagt, du bist fertig.
so eine Sache, die weiß man dann halt einfach und dann funktioniert das natürlich auch. So. Ne? Also das, ich glaube, solche Sachen gehören einfach dazu, dass die dann auch passieren. So. Hier nochmal. Profi-Tipp, wenn ihr weiter weggeht, dann seht ihr auch viel besser die Fläche. Hier sehe ich gerade. Wollen wir dann hier wirklich so einen Gruftraum rausmachen, dass wir wirklich ganz dunkel streichen, alles schwarz halten? Gestern natürlich in dem anderen Zimmer auch schon schwarz. Das ist dann vielleicht so ein bisschen das Motiv, das Leitmotiv dieses Hotels. Mal gucken. So. 72. Oh, ich Idiot. Dann hier nochmal. Zack. Meiner Meinung nach könnte das schneller aufladen. Das ist blub, blub, blub. Das könnte viel schneller gehen. Andererseits, wenn man dann doch nicht alles haben will, dann ist es wahrscheinlich zu schnell. So. Hier nochmal. Da nochmal. Dann haben wir, glaube ich, die Wände. Müsste man da so halbwegs durchhaben. Das Einzige, was da wahrscheinlich noch fehlt, sind so diese Fenstereinsätze. Hier das und das da unten. Aber das ist, ist natürlich auch cool, ne? Ich meine, ich hätte es jetzt nicht unbedingt schon als zweite Mission genommen, aber dann einfach mal, dass designtechnisch diese Anforderungen da sind. Weiß nicht, ich denke mal, die nächste wird dann irgendwie sein, was weiß ich, alles muss mindestens Level 3 sein oder was auch immer wir dann jetzt für eine Qualitätsstufe freischalten könnten, das weiß ich gar nicht. Aber es macht Spaß. Ich muss sagen, das macht wirklich hier irgendwie Spaß. Das, ist endlich mal nicht so lapidar irgendwie. Es fühlt sich nicht so... Wie soll ich das sagen? Ja, wir müssen hier für 100.000 in Osteuropa den nächsten Simulator bauen. Das ist es eben nicht. So. Hier nochmal. Boah, eskaliert einfach hier mit dem Brecheisen. Das ist ja anders schlimm hier. Ich habe mir jetzt angewöhnt, das Wort anders zu benutzen, weil das, ich habe gehört, das ist hip. Und dann habe ich mir sagen lassen, ich bin offenbar ein Boomer. Das war vor 2 Jahren mal aktuell. Okay, da muss ich dann halt mit leben. So. Da bin ich noch ein bisschen irritiert. Diese Übergänge und so, das ist alles noch nicht so ganz... ist mir alles noch nicht so ganz recht hier. So. Ich glaube, jetzt haben wir es aber, ne? Ich will halt jetzt sicherstellen, dass wir alles haben. Weil sonst müssen wir nämlich, wenn wir das... Na, guck mal hier. Wenn wir das nämlich jetzt nochmal gemacht hätten, dann wäre der ganze Driss auf dem Boden. Das wollen wir natürlich auch nicht. So. Immer hier sauber mit dem Turbobesen. Können wir den eigentlich auch skillen hier oder so? Also Turbobesen XL dann oder so? Turbobesen XL, seine Mutter. Der ist dann anders schnell. So. Hier nochmal... Oh, der geht sogar durch Wände. Das ist ein Wahnsinn. Guckt euch das an. So. Haben wir alles. Dann hier nochmal. Alright. Ja, dann würde ich sagen, ich danke euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir beginnen, dieses Zimmer einzurichten. Bin gespannt, wo wir dann landen werden und was wir uns da ausdenken für unseren lieben Herrn aus Transsilvanien. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt und was sparen, wenn es ihn gibt, denn sogar mit Community-Rabatt, dann findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!